Sophienseele, Wien. Austragungsort für Innovation und Digitalisierung der Immobilienbranche. Denn die zweite Future PropTech ging über die Bühne. Über 400 Teilnehmer aus 20 Ländern, 5 Keynotes, 40 Speaker und rund 25 Pitches, als auch Reverse Pitches. Die Themen waren breit gefächert, von unserer Arbeit in der Zukunft, Big Data, Blockchains, Artificial Intelligence, BIM und alles, was das digitale Herz der Immobilienbranche sonst noch so begehrt. Für die Real Estate-Unternehmen ist der große Vorteil, dass sie einfach von Solutions hören, die es auf der ganzen Welt gibt, die schon proven sind und wirklich echte Probleme lösen. Die kriegen hier die Insights in Wien, was es auf der Welt gibt und was ihr Leben bei der Arbeit leichter machen könnte. Wir unterstützen die Future PropTech deswegen, weil sie eines der ganz wenigen Formate ist, die keinen nationalen Fokus, sondern einen europäischen Fokus haben. Und für uns als globales Unternehmen ist es wichtig, eine gewisse Vereinheitlichung am europäischen Markt herzustellen. Insofern finden wir alles gut, was der Vernetzung der PropTech-Szene in den verschiedenen Ländern hilft. Das ist ein Thema, das uns interessiert, das mich persönlich auch sehr interessiert und wo wir schon auch glauben, dass uns das in Zukunft sehr beschäftigen wird, weil es die Art und Weise, wie wir arbeiten, nachhaltig verändern wird in der Immobilienwirtschaft, insbesondere im Bestandsgeschäft. Es gibt sehr viele junge, aktive, innovative, neugierige junge Menschen, die aus ganz anderen Gebieten kommen und die aus anderen Perspektiven auf unser Arbeitsfeld schauen. Und diese Ideen irgendwie zu finden, zu fördern und umzusetzen, ist eine der großen Aufgaben. Teilnehmer aus unterschiedlichsten Branchen waren gekommen, um zu lernen und sich mit den PropTech-Unternehmen auszutauschen. Und das Interesse ist groß, denn jeder sieht den positiven Nutzen der jungen Kreativen. Das Echo hallt durch unterschiedlichste Branchen. Innovation wird bei der Signa sehr ernst genommen. Dafür wurde vor 10 Monaten, Anfang 2018, die Signa Innovations AG gegründet, die sich genau darum kümmert, um zu schauen, was ist eigentlich unser eigenes Prozessmodell, wie können wir Prozesse effizienter gestalten und dann entsprechend Use Cases zu entwickeln, die wir mit Startups in Pilotprojekten umsetzen wollen intern. Die Digitalisierung auch des Gebäudes ist ein logischer Schritt, den wir auch mitgestalten und mit nachvollziehen. Wir arbeiten da sehr eng zusammen mit Automatisierungsdienstleistern, mit Digitalisierungsdienstleistern, auch mit Anbietern von Sensorik und entwickeln letztlich das digitale Gebäude der Zukunft, die wir heute auch in unserem Vortrag mit der SHIP zeigen werden. Zum Beispiel mit Zeit als BIM-Koordinator unseres großen Projekts Alternquartier. Wir arbeiten auch mit ImmoNow an neuen Vertriebslösungen und Möglichkeiten, nutzen Planradar für Übergaben und Mängelaufnahmen unserer Projekte und haben auch den Sonderwunschmeister in ersten Projekten als Test für Sonderwunschabwicklung. Und wir selber sind auch sehr daran interessiert, weil PropTech, es gibt ja auch LegalTech und Legal PropTech, und wir selber produzieren und machen auch solche LegalTechs, zum Beispiel für Mietverträge oder Bauträgerverträge haben wir da auch schon eigene Produkte entwickelt. Für die Ungeo ist die PropTech-Szene sehr wichtig in der Beziehung, dass sie Zulieferer sind für unsere Systeme. Auf der anderen Seite die PropTech-Anbieter. Für sie ist es eine wichtige Veranstaltung, um zu zeigen, was sie geschaffen haben und um direkten Kontakt mit den jeweiligen Nutzern und potenziellen Kunden und Partnern zu bekommen. Wir zielen schon darauf ab, dass wir die ganzen digitalen Möglichkeiten, die jetzt neu auf den Immobilienmarkt drängen, auch in unserer Software einbauen und dass wir auch mit unseren Partnern quasi die Möglichkeit liefern, den Immobilienvertrieb auf eine neue Ebene zu heben. Wir haben die kleinsten drahtlosen industriellen Sensoren der Welt entwickelt. Da ist eine integrierte Batterie drin und man hat normalerweise 15 Jahre Lebenszeit. Die Future PropTech ist für uns elementar wichtig und zwar deswegen, viele der Vordenker der Branche sind hier, die dann wieder im Nachgang das in ihre Unternehmen zurückbringen oder ihr Netzwerk zurückbringen und so wie wir Real Estate erleben, ist es ein sehr netzwerkgetriebenes Geschäft. Das heißt, für uns ist es ein sehr, sehr guter Zugang in diese Branche und quasi wie eine Art Entry-Ticket. Es sind Familientreffen, also es sind alle quasi aus dem deutschsprachigen Raum immer wieder auf solchen Veranstaltungen. Das ist ganz wichtig, weil man sich austauschen kann. Man trifft natürlich auch die Kunden, die Corporates sind da, schauen sich die Themen an. Also für uns ist es auf jeden Fall sehr wichtig. An der nächsten Future PropTech wird bereits gearbeitet. Bleiben Sie dran und machen auch Sie einen weiteren Schritt in Richtung Zukunft.